Der große Tag ist gekommen. Jürgen Drews ist mit Defi zusammen im Studio und sie singen zusammen ihr Duett Ein Bett im Kornfeld ein. Ich kann leider nicht dabei sein, aber ich bin sehr sicher, dass die beiden das auch ohne mich gut hinkriegen. Heute bringen Jürgen und ich ein Bett im Kornfeld zusammen. Der Markus hatte eine geile Idee, dass wir vielleicht ein Video noch dazu machen. Dann haben wir sogar für Bett im Kornfeld, was eigentlich gar nicht von niemandem geplant war, ein Video. Finde ich total geil und ich bin total nervös, merkt ihr? Detlef will Partyschlagersänger werden. Jürgen Drews will jetzt mit ihm einen seiner Hits einsingen. Musikproduzent Mike Röttgens scheint guter Dinge zu sein. Also ein Duett mit Jürgen Drews ist ja für mich Königsklasse, weil der ist nicht umsonst der König von Mallorca. Und ich bin gespannt, weil die Nummer ist auf jeden Fall schwieriger zu singen. Die ist viel mehr Schlager. Die hat auch eine bisschen komplexere Melodie. Ich bin nervös. Ich geh jetzt mal runter, okay? Weiter, ein Bett im Kornfeld. Unfassbar. Was machst du jetzt? Ja, nee, das kriege ich nicht hin. Im Leben nicht. Das kriege ich nicht hin. Ja, komm mal rein, üb das doch mal ein bisschen mit mir mit. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, aber ich kann das ja. Wenn ich Kornfeld einsing, singst du weiter. Jetzt gilt's. Kann Newcomer Detlef an der Seite von Legende Jürgen Drews bestehen? Also der Song Ein Bett im Kornfeld mit Jürgen Drews ist der größte Partygassenhauer und ist das natürlich ein Karrierebooster ohne Ende. Bist du schon im Studio mit Onkel Jürgen? Boah, ey, also das ist für mich unvergessen. Ich denk, du schimpfst immer so viel, du schimpfst nein, ja gar nicht. Nie. Ach nein, du, das ist ja immer der Situation geschuldet. Wenn ich schimpfe, dann ärgern mich Leute. Ach so. Wenn dir im Kornfeld ein Horn schwellt, dann abgezählt und abgeprellt. Grellt die Sonne, warm fällt der Regen oder Jinglebell. Stellt man sich ein Bett aufs Feld, dann nennt man das ein Feldbett. Komplett wenig Geld. Hast du dann ein Bett im Kornfeld? Ein Fahrrad, ein Mädchen, Jürgen macht sie klar. Hast du im Feld aus Korn und Weizen, wie die Onkel, wunderbar. Weiter, steht der Wender, fällt und Schreiter. Hopper, breiter. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Jürgen macht das schon 40 Jahre oder ich weiß nicht, wie lange, da kann Defi mit 2 Monaten oder wie lange er jetzt Gesangsunterricht hat, nicht mithalten. Aber das ist mir völlig egal. Hey! Ho! Hey, Defi! Hey! Ho, ein Bett im Kornfeld, zwischen Blumen und Stroh und die Sterne. Ganz ehrlich, Defi ist jetzt nicht der Riesen-Soul-Sänger. Und wenn er dann so macht oder so, naja, das passt nicht so richtig. Aber das muss auch nicht so sein, dass es passt. Es soll Freude rüberkommen. Das reicht mir. Mach ich mir irgendwo ganz alleine. Yeah. Okay, wir haben's. Boah. Alter. Wenn du das über Kopfhörer hörst, die Stimme, boah, Jürgen, ey, du bist Gott, ja, ich bin Alter, der du Größte. Bist Gott. Das Coole bei Jürgen ist ja, dass der trotz seines Alters irgendwie immer noch neuem gegenüber aufgeschlossen ist. Und ich glaube, der findet Defi als Person spannend und der Promotion-Effekt ist sicherlich auch ausschlaggebend, aber da ist Jürgen eben auch Profi. Ich habe da eine Lockerheit drin gehabt, wie ich die noch nie da drin hatte. Der reißt dich mit. Eine Energetik, dieser Mann, das ist unglaublich. Unglaublich. Wie war der mit Mitte 20? Der muss doch die Bühnen so abgerissen haben. Das macht er ja jetzt noch. Das ist Boom. Das Bett im Kornfeld. Schießt du.